Beni ist weg. Die Raubtiere haben ihn mir weggenommen. Wusel! Wusel! Hm? Und jetzt hilf mir mal! Beni! Beni! Oh, du lebst! Oh nein, was haben die Raubtiere nur mit dir gemacht? Ich bin in eine Falle getappt. Die war bestimmt von dir, oder? Ach ja, stimmt. Ja, ich hatte Angst vor den bösen Raubtieren. Wusel, Raubtiere sind nicht böse und sie sind auch keine Diebe oder Räuber. Meinst du? Ja, klar. Was glaubst du, würde passieren, wenn es auf einmal keine Raubtiere mehr gäbe? Also im Wald keine Wölfe mehr. Huh? Ja, dann würden die Rehe und Hirsche vor Freude eine riesige Party feiern. Ha, mit lauter Musik und so. Ba, ba, bu, 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 bu. Ja, vielleicht. Ja? Aber Rehe und Hirsche würden sich auch ganz stark vermehren, weil sie plötzlich keine natürlichen Feinde mehr hätten. Cool, dann wird die Party ja noch größer. Hoffentlich gibt's auch genug Chips für alle. Oh, sind die Eichhörnchen auch eingeladen? Ich mag Eichhörnchen, die sind so niedlich. Die haben so einen lustigen, buschligen Schwanz. Ach, der ist so niedlich. Ach, und dann hüpfen die Wusel, immer so rum und machen... Ja? Weißt du, was dann passieren würde? Na, was denn? Die Rehe und Hirsche würden den Wald komplett kahl fressen. Und die Pflanzenfresser hätten nichts mehr zu fressen. Ach so. Dann sind Wölfe also gut. Ja, aber da es bei uns kaum mehr Wölfe gibt, müssen Jäger dafür sorgen, dass sich Rehe und Hirsche nicht zu stark vermehren. Mhm, kapiert. Raubtiere halten alles im Gleichgewicht. Genau. Ja. Oh nein, Beni. Dann brauchen wir hier auch welche. Ich hol uns Raubtiere. Was? Nein, Wusel! Wusel! Oh. Krokodile liegen oft unbeweglich am oder im Wasser herum. Doch sie können auch anders. Plötzliche Attacken. So jagen Krokodile, wenn sie Hunger haben. Nach einer Mahlzeit sind erwachsene Tiere für etwa eine Woche satt. Zur Familie der Krokodile gehören auch die Alligatoren. Die beiden unterscheiden sich ganz einfach. Ist das Maul zu, sind beim Alligator nur die oberen Zähne zu sehen. Beim Krokodil guckt auch die untere Zahnreihe raus. Krokodile leben dort, wo es sehr warm ist. In Australien, Asien, Afrika, Nord- und Südamerika. Also nicht bei uns in Europa. Erwachsene Krokodile haben keine natürlichen Feinde, denn sie sind selbst gefürchtete Jäger. Nasenlöcher und Augen befinden sich oben am Kopf. So können die Tiere bequem im Wasser treiben und alles beobachten. Wenn man nicht genau hinschaut, sehen sie aus wie ein treibender Baumstamm. Die meisten Krokodile vermeiden zu viel Bewegung, so sparen sie Energie und bleiben eher unentdeckt. Trotzdem können einige Arten aber fast so schnell rennen wie ein Mensch.